Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Andrea Stahnke. Ich leite hier im Hauptklinikum Pettenburg die Intensivstation und bin Fachvorgesetzter für alle FSJler und BFDler. Die Aufgaben eines FSJlers oder BFDlers sind sehr vielseitig. Die sind von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten bis zu Hol- und Bringetätigkeiten für die Station. Sie sollen also die Station und die Pflegekräfte dort in ihren täglichen Arbeiten entlasten. Sie machen aber keine Tätigkeit, die für Schwestern oder für Schüler vorgesehen sind. Idealerweise wäre das Einstiegsalter für ein FSJ ab 16 Jahre. Können bis 25 Jahre alt sein für den FSJ und für den BFD können auch ältere Interessierte dabei sein. Also die Voraussetzung ist einfach ein gutes soziales Verhalten, dass man bereit ist, auch im Sozialbereich tätig sein zu wollen. Ein gutes Zeugnis ist natürlich immer von Vorteil, aber der jetzt in der Schule vielleicht nicht so stark war, hat auch bei uns eine Möglichkeit, sein FSJ zu machen und durch ein gutes FSJ auch in die Ausbildung gehen zu können. Also wenn die FSJler sich bei mir bewerben und ein Jahr später die Klinik wieder verlassen oder in die Ausbildung gehen, dann merkt man doch, dass dieses eine Jahr die FSJler gereift sind, dass sie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen getankt haben. Sie treten auch ganz anders auf in ihrer Sprache. Das heißt, sie kriegen eine ganze Menge mit in der Kommunikation, im Umgang mit Menschen und Patienten. Und es gibt auch immer wieder lustige Ereignisse, die mir die FSJler erzählen. Auch spannende Erlebnisse, die sie haben, auch traurige, die gehören natürlich auch dazu. Es ist so, dass wir also etwa 40, vielleicht auch 50%, das kommt manchmal auf den Jahrgang drauf an, also fast die Hälfte von den FSJlern durchaus in die Ausbildung übernehmen. Wir haben hier in Quedlinburg vier Einsatzbereiche. Das ist einmal, wäre es möglich, im Einkauf eingesetzt zu werden. Das wäre für FSJler interessant, die Richtung Lageristik gehen, Bürokommunikation. Wir haben auch in der Röntgenabteilung die Möglichkeit, einen FSJler einzusetzen, die sich dafür interessieren, Richtung Radiologie zu gehen. Wir haben natürlich den Pflegebereich, wo die FSJler bei uns auf den Stationen eingesetzt werden und dort im Team arbeiten und im Begleitservice, wo die Jugendlichen, das sind so etwa 8 bis 10 Jugendliche, untereinander sich selbst organisieren und den Begleitservice für Patienten übernehmen, wo sie dann Patienten von einer Station zur anderen Station transportieren. Anerkannt wird das FSJ von der, wie man so sagt, von der Bundesregierung, vom Staat mit 355 Euro pro Monat. Das sind 165 Euro Taschengeld und 190 Euro Aufwandsentschädigung. Darunter fallen zum Beispiel Fahrkarten, Dienstkleidung. Dienstkleidung wird hier vom Harzklinikum kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist das, was man als FSJler pro Monat dann bekommt. Den Tätigkeitsbereich kann man sich natürlich wünschen. Ich kann nicht immer alle Wünsche berücksichtigen, weil viele Mädchen wollen bei uns auf die Kinderstation oder Neonatologie. Da setzen wir keine FSJler, auch aus Sicherheitsgründen ein. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er hätte jetzt den Wunsch, in der Notaufnahme eingesetzt zu werden, weil er später mal Rettungsassistent wird, dann würde ich das sehr wohl berücksichtigen. Aber ich kann da nur einen FSJler einsetzen. Und insofern ist das natürlich sehr dünn und auch sehr begehrt, gewisse Bereiche. Auch der Intensivbereich ist sehr begehrt. Man kann wechseln. Ich wechsle auch den FSJler in den Bereichen, um gewisse Dinge festzustellen. Ist er flexibel? Ist er belastbar? Ist er auch bereit, auch mal in einen anderen Einsatzort zu gehen, um mal da was kennenzulernen? Ich nehme auch einen FSJler runter und wechsle, wenn er auf der Station nicht klarkommt, wenn da Konflikte sind, wenn es ihm keinen Spaß macht. Kein FSJler soll morgens aufstehen und sagen, boah, ich habe keine Lust zur Arbeit zu gehen. Das will ich vermeiden. Aber es wird natürlich auch der Alltagsstress einhergehen, um dann zu sehen, wie hoch die Belastung im Beruf der Gesundheits- und Krankenschwester ist.
auf den Stationen ist von Montag bis Freitag überwiegend in zwei Schichtsystemen zu arbeiten, sowohl im Frühdienst als auch im Zwischendienst. Im Spätdienst könnte ich vom Jugendarbeitsschutzgesetz her auch die FSJler bis 23 Uhr einsetzen. Das mache ich aber nicht, weil ich nicht möchte, dass junge Mädchen abends am Busbahnhof oder am Bahnhof stehen und da dann eventuell schräg angemacht werden. Ist für die FSJler, die von weiter her kommen, um 20 Uhr Schluss. Im Begleitservice bei uns hier in Quedlinburg ist es so, dass wir da auch zwei Schichten fahren, aber auch Samstag, Sonntag. Es finden regelmäßige Feedbackgespräche statt. Nach 6 Wochen gehe ich erstmal auf die Station, unterhalte mich mit dem FSJler. Gibt es Probleme, gibt es Konflikte, kommt er mit den Arbeitszeiten klar, ist das mit den Nahverkehrsmitteln geklärt, dass er dann auch pünktlich zur Arbeit kommen kann. Ich unterhalte mich mit der Stationsleitung, wie sich der FSJler eingeführt hat. Ich gucke danach, ob dann schon die Tätigkeitsnachweise zum Teil geführt werden und alle meine Gespräche sind auch protokolliert. Also die Arbeitgeber sehen das natürlich liebend gerne, wenn Jugendliche nicht zu Hause einfach vor dem Fernseher sitzen und Playstation spielen und Chips essen und Cola trinken, sondern wenn man dann halt das eine Jahr sinnvoll genutzt hat, sich sozial engagiert hat und dementsprechend vielleicht auch das Zeugnis ausfällt, was am Ende des Einsatzes geschrieben wird. Mit dem FSJ an sich kann man natürlich nichts machen. Man muss sich natürlich für eine Ausbildung bewerben, aber wenn dann halt der Ausbilder sich das mal anguckt und durchliest, wie sein Verhalten war, wie der Umgang mit Menschen war, wie seine Kommunikation war, dann ist das sicherlich immer von Vorteil. Und jemand, der vorher ein schlechtes oder nicht so gutes Schulzeugnis hatte, kann damit viele Pluspunkte sammeln. Der andere Punkt ist, dass die FSJler bei uns 27 Urlaubstage bekommen. Und das ist natürlich keine Ferienzeit mehr, wo man also rund, ja, ich sag mal zwischen 60 und 65 Ferientage im Jahr hat, sind es also nur 27 Tage und die müssen auch gut eingeplant sein, denn das Jahr ist ziemlich lang. Hinzu kommt noch, dass der FSJler 25 Bildungsurlaubstage machen muss, das ist so vorgegeben vom Staat. Jeder FSJler erhält bei Beginn seines FSJs einen gelben Einarbeitungsordner, da sind alle wichtigen Daten für den FSJler und für die Station drin. Dieser Ordner begleitet ihn bis am Ende seines Zeitraums und da kann er auch immer wieder nachblättern, wenn es um Telefonnummern geht, wenn es ums Jugendarbeitsschutzgesetz geht und wenn es um seine Leistungsnachweise geht. Wer nicht weiß, was er in Zukunft machen möchte, bevor er in die Ausbildung geht, oder er hat da noch Zeit, bis er seine Ausbildung anfangen kann oder seinen Studienplatz in Anspruch nehmen kann. Ich kann immer nur wieder empfehlen, kommt ins Harzklinikum, macht ein FSJ. Ihr werdet sehen, dass ihr viel lernt, viel Umgang mit Menschen habt, die sich freuen, Jugendliche zu sehen und mit denen zu sprechen, die auch immer empfehlen, in die Gesundheits- und Krankenpflege zu gehen. Ich kann es immer wieder nur sagen, in dem einen Jahr lernt man eine ganze Menge und man verändert sich auch.